step your ass up! Meine Stärken sind mein Ehrgeiz und mein Disziplin. Meine Schwäche ist mein großes Herz, der wird oft mal ausgenutzt. Meine Frau war mein Wendepunkt, weil das meine erste Liebe war und der mir Liebe gegeben hat. Jakub Saglam, Kampfname Skorpion, 100 Kilo, Boxchampion im Schwergewicht. Und Familienvater in Dreisbach im Westerwald. Seine Familie ernähren kann er von den Profikämpfen alleine nicht. Nahe seinem Wohnort arbeitet er als Fräser. Sein Boxtraining passt er dem Schichtdienst an. Ich mache das seit 11 Jahren. Das ist wirklich hartes Brot, was ich hier mache. Ist keine Selbstverständlichkeit. 8 Stunden schaffen, dann boxen. Wenn ich Kampf habe, da fahre ich von mir, wo ich wohne, bis Koblenz, das sind 50 Kilometer. Ich habe nicht mal ein bisschen Zeit, ein Brot mir zu holen. Ich hole den Brot, beiße in der Lenkrad, wo ich fahre nach Koblenz. Das ist Zeit und Geduld. Was ihm fehlt, sind Sponsoren. Boxen, meint Jakub Saglam, sei eben nicht so populär wie Fußball. Der Boxer kommt ursprünglich aus der Türkei. Seine Eltern schicken ihn mit 12 Jahren zu einem Onkel in den Westerwald. Er soll es dort besser haben. Das war für mich natürlich sehr hart, ohne Mutter, ohne Vater hier hinzukommen. Aber dann bin ich deutsche Schule besucht, deutsche Freunde gehabt. Dann ging es immer, immer langsamer bergauf. Der Sport hilft ihm, schnell heimisch zu werden. Wie andere Jungs in seinem Alter spielt er Fußball, bis er 28 ist. Erst dann, sehr spät, beginnt er zu boxen. Sein Trainer in Koblenz erkennt sein Talent, lässt Jakub Saglam gegen Amateure kämpfen. Und dann habe ich erst einmal in meinem Leben in den Ring gestanden. Und dann natürlich erst einmal gab es auf die Mütze. Ne? Aber ich war so ehrgeizig, weil ich habe vorher gesagt, ich mache niemals halbe Sachen. Als er seinen Trainer endlich überreden kann, ihn zu Profikämpfen zuzulassen, beginnt seine Erfolgsgeschichte. Mit 11 Siegen in Folge, die meisten Gegner bereits nach der ersten oder zweiten Runde K.O. Mit seiner Frau Heike und Sohn Yasser lebt der Profiboxer seit 5 Jahren in Dreisbach bei den Westerwäldern. Bis sie uns akzeptiert, hat schon ein bisschen lange gedauert. Aber bis sie sich ein Herz haben, dann geht's. Aber bis die da hinkommen, das dauert ein bisschen lang. Westerwald. Mit mehr Sponsoren, meint der Skorpion, hätte er mehr Zeit für seine Familie. Ohne Familie geht leider nicht. Du brauchst ziemlich starke Frau in deinem Rücken. Und ohne meine Frau hätte ich das niemals geschafft. Und 10 Jahre ist das her und mein Sohn ist 10 Jahre alt. Und ich tue mich von denen entschuldigen, dass ich das seine Kindheit, schöne Zeit, das verloren habe. In 2 Jahren wird Jakub Saglam 40. Dann, das hat er seiner Familie versprochen, will er aufhören zu boxen. Für die Kinder soll das, was ich hier gemacht habe, ein Vorbild sein, eine Respektperson sein. Und wenn ich Boxkarriere vorbei ist, dann würde ich Studio aufmachen und für die Kinder mich einsetzen. Geld ist für mich nicht alles, aber mit Kindern zu arbeiten, das würde mich sehr freuen.